Rieti und die Mittelstrecken. Nureddin Mohseni lief hier zwei Weltrekorde. Daniel Komen lief einen Weltrekord. Und heute soll es den 1000 Metern an den Kragen gehen. Und das kann sicherlich nur einer, wenn es ernst gemeint ist. Noah Gini, der 21-jährige WM-Zweite aus Kenia. Und sein Kamerad David Kiptu, der schon in Nizza das Tempo gemacht hat mit der 105, ist an der Spitze. Und es geht sehr, sehr schnell zu, mein Gott, 24,80 für die 200 Meter. Sofort ist das Feld auseinandergerissen, aber wen interessiert es, was die Holmen, die Hut, Wachira, Kremer, Parra machen, denn an der Spitze geht die Musik ab, die Post ab und man sagt, wenn es wirklich einer kann, dann nur Gini. Kein anderer, vielleicht Elgorusch, wenn er es mal ernsthaft versuchen würde, in die Unterdistanz zu gehen, aber ansonsten nur Gini. Die Marke von 2:12:18, der Uraltrekord von Sebastian Coe aus dem Jahre 81, der soll hier geknackt werden. Zwischendurch starb Hochsprung, aber ich bleibe ganz einfach beim Rennen, weil das interessanter ist. 400 Meter, 49,66, Wahnsinnstempo, viel zu schnell, denke ich mal. Jetzt die 600 Meter in 1:17, oh Gott, normalerweise muss er abbrechen, jetzt geht Kiptu raus, jetzt geht Kiptu raus. Und nun ist Noah Gini allein. Noah, sein Assistent, tut, was er tun kann. Selbst das ist noch eine kleine Hilfe. Aber jetzt drüben die Gegengerade. Das sind jetzt noch 300 Meter zu laufen. Und die sind so unglaublich schwer. 800 Meter Zeit. Achtung, 1:44,62. Da war Sebastian Coe in 1:44,6 durchgegangen. Und jetzt kommt es darauf an, die letzten 200 Meter. In Nizza hat er auf der vorletzten 200 Meter Schleife den Rekord verloren. Wenn er unter 28 bleibt, dann kann er den Weltrekord holen. Er bricht nicht ab, das ist unglaublich. Er bricht nicht ab und er schafft das, ja. Ja, 2:11,96. Die letzten 200 Meter über den Daumen gepeilt in 27,3 Sekunden. Oh, das war gar nicht so maßgeschneidert, dieses Rennen. Ich war ziemlich sicher, dass er es nach 600 Meter eigentlich nicht mehr schaffen würde, weil er viel zu schnell angegangen ist. Sebastian Coe, 81, war viel harmonischer gelaufen und man sagte eigentlich, die 1000 Meter, die müssen ganz einfach wie aus einem Guss gelaufen werden. Das war unrhythmisch. Noch einmal, 24,80, 49,66, 1:17, 1:44,62. Über 800 Meter war er fast identisch mit der Zwischenzeit von Sebastian Coe. Was lange wird, wird gut. Drei Kenia-Rekorde ist er in 15 Tagen gelaufen. Dann wieder einen neuen bei der Weltmeisterschaft über 1500 Meter und jetzt einen Weltrekord. Noah Gini und Elgorusch, das sind die Rekordhetzer dieses Sommers. 18 Jahre hat er gehalten. Ein Uraltrekord von Sebastian Coe. 18 Jahre, aber irgendwie ist jeder mal fällig. Das ist wie im richtigen Leben. So geht es den Rekorden auch. Und Noah Gini hat es also jetzt gepackt. Und bitte, Rieti bleibt eben Rieti. Da kann kommen, was will. Man läuft hier ganz einfach, ganz schnell und ganz fix. Auch Kipketer ist 96 hier eine 1:41,8 freigelaufen. Und naja. Tja, und dazwischen gibt es natürlich auch noch Weitsprung, denn da ist bei den Herren der Schöpfung unter anderem der starke Italiener Canossi mit dabei. Das ist Nicola Trentin aus Italien. Gutes Feld, Paolo Camossi, der Dreispringer. Und jetzt er, dazu noch Karim Street-Thompson, Shai Touré, Andrea Baldi, Yal Taurima, vor allem der Australier, der vierte der Weltmeisterschaften mit australischem Rekord. Auch das in den technischen Disziplinen hier in Rieti ein ausnehmend gutes Feld. Im nächsten Jahr wird ja ein Jubiläum gefeiert, 30 Jahre Meeting, 7,93 die Weite des Italieners. Es führt an Taurus, der Rumäne, mit einem Sprung schon über 8,20 Meter. Also das ist auf jeden Fall ein ganz exzellentes Resultat, auch im Weitsprung. Volle Hütte hier in Rieti. Wirklich, man hat sich, was das Umfeld angeht, mächtig gesteigert. Gut, was die Daten angeht, da gibt es noch einige Steigungsmöglichkeiten.
aber vielleicht dann im nächsten Jahr. Also, Noah ist natürlich der König und er wird auch nicht mehr gestürzt werden hier heute oder überboten werden. Einen Kaiser wird es kaum geben, über 1500 Meter nicht, obwohl Svetlana Masterkova laufen wird. Auch die 3000 Meter muss man abwarten, aber das war der Punkt aufs I heute. Ja, da wird sich sogar ein Superstar schwer tun, der hier auch dabei ist. Man glaubt es kaum, Michael Johnson. Wir haben uns wirklich, ich würde sagen, mit eigenen Augen davon gestern in der Hotellobby überzeugt, dass es wirklich ist. Also Michael Johnson ist hier in Rieti und wird dann den Start gehen. Seinen Lauf werden wir natürlich nachher auch noch zeigen. Ja, das Foto kennen wir.